Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Ich habe das mehr oder weniger gleich nach dem letzten Let's Play aufgenommen und muss sagen, ich habe jetzt eine kurze Pause gemacht zwischen den beiden Aufnahmen und habe mich ein wenig umgesehen und habe mir überlegt, wie wir die nächsten Jahre verbringen werden. Wir werden wahrscheinlich jetzt, also nachdem wir doch auch ein wenig in Kolonialisierung investieren, nachdem wir da in Ägypten so gut vorangekommen sind, glaube ich, macht das Sinn, müssen wir jetzt forschungsmäßig ein wenig uns ändern. Also nachdem wir den Empirismus haben und dadurch unsere Forschungspunkte hoffentlich noch weiter in die Höhe getrieben werden. Wie lange dauert denn das überhaupt? Bis 1861 August. Ja, das passt schon. Werden wir danach einige Forschungen machen, die uns für die Kolonialisierung helfen. Und zwar sind das einerseits zwei Marinetechnologien, nämlich Schlachtschiffkonzentration und die Eisendampfer. Die Eisendampfer weniger für die Kolonialisierung als für was anderes. Aber die Schlachtschiffkonzentration werden wir dann als erstes machen, weil dann können wir größere Marinestützpunkte bauen. Österreich hat ja bezüglich der Kolonialisierung einen riesigen Nachteil gegenüber den meisten anderen Staaten, die kolonialisieren. Wir haben eigentlich nur ganz, ganz wenige Regionen, die am Meer liegen. Also wir haben 1, 2, 3, 4 Staatprovinzen, die einen Marinestützpunkt bauen können. Wir haben jetzt mittlerweile noch drei Provinzen erobert, die sowas haben. Das heißt, wir haben insgesamt sieben. Im Vergleich dazu hat Frankreich, Großbritannien und auch also Deutschland nicht, weil Deutschland gibt es nicht, aber in dem Fall eher Holland, einen riesigen Vorteil, weil sie viel mehr Regionen am Wasser haben und dadurch mehr Marinestützpunkte und deswegen mehr Kolonialmacht. Die Kolonialmacht ist wichtig, um Kolonien zu bauen. Derzeit haben wir 138 Kolonialmacht zur Verfügung. Das müssen wir ein wenig an. Also insgesamt haben wir 243, aber einen Teil davon brauchen wir auf, weil wir schon Kolonien haben, nämlich diese hier. Und wir werden noch mehr verlieren, wenn wir diese beiden Regionen erobern. Was wir in dieser Folge machen werden, hoffentlich. Ja. Außerdem bin ich drauf gekommen, wir haben schon drei Militanz. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Revolutionen entstehen, auch größer. Was ich in der Pause noch gemacht habe, ist, ich habe einmal einen Haufen Schiffe in Auftrag gegeben, und zwar Dampftransporte, insgesamt 20 Stück, 10 hier in Europa und 10 hier unten. Die sollten uns dann auch helfen, wenn wir Kriege dann irgendwo anders führen wollen. Okay, soweit, so gut. Diese Dampftransporter haben eine bessere Reichweite, halten ein bisschen mehr aus. Ich meine, zum Kämpfen sind sie natürlich nicht geeignet. Kriegsschiffe wären natürlich noch besser. Aber Kriegsschiffe ist ein bisschen lächerlich mit meiner Technologie. Da lachen die anderen nur, wenn sie meine Kriegsschiffe sehen. Gut, da haben wir Geistliche auf 3% in Venedig. Das werden wir entfernen. Machen wir Pause in der Zwischenzeit, damit der Fokus nicht verloren geht. Da haben wir 2,9%, das werden wir auch entfernen. Nur zwei neue Foki. Wir könnten eigentlich auch in Alföld anfangen, Facharbeiter zu bauen. Und dann haben wir gesagt, da unten gibt es nur noch ganz wenig Leute, aber da, wo viele Süddeutsche sind, möchte ich trotzdem eine hohe Anzahl an Geistlichen haben. Das heißt, wir werden auch in Tirol Geistliche fördern. Zumindest 2% sollten es überall sein. Das heißt, wir werden dann noch in Slowenien und in Südtirol werden wir dann auch noch fördern, aber wir werden nur noch zwei Foki auf Geistliche machen. Ich habe auch überlegt, was man machen könnten, rein theoretisch, ist die Auswanderung fördern nach Sinai, beziehungsweise irgendwo daher vielleicht sogar.
Weil, wenn wir die Leute auswandern lassen, das heißt, wenn hier ein großer Teil süddeutsche Bevölkerung ist, dann können wir sie später zu einem Staat machen und es kostet uns auch keine Kolonialmacht mehr. Aber das ist am Anfang noch so uneffizient, dieses Auswanderungssystem, dass ich das nicht gerne machen würde. Also ich würde nicht gerne meinen nationalen Foki dafür vergeuden. Ja, vielleicht, wenn wir dann mit den Geistlichen ganz fertig sind, dass wir einen oder zwei vielleicht darunter setzen. Naja, schauen wir mal. Das ist ein großer Nachteil an so riesigen Ländern wie Österreich. Wir haben irre viele nationale Foki, irre wenig nationale Foki im Vergleich zu den Provinzzahlen, die wir haben, wo wir sie gerne einsetzen würden. Natürlich macht es immer Sinn, sie dort einzusetzen, wo wir viel Bevölkerung haben. Gut, Alfeld wird jetzt hoffentlich auch eine großartige Industriestadt oder eine Industrieregion so. Mal gleich da mal verbessern. Gut, meine Freunde bauen weiter aus. Oh, die ersten Sozialisten sind in Hessen entstanden. Auch nicht schlecht. Das ist gut. Sozialisten sind, naja, nein, so gut sind sie auch nicht, weil sie nur, weil die liberalen Reformen nicht so unterstützen wie die Liberalen. Die unterstützen wiederum nur die. Das heißt, wir haben jetzt auch Sozialisten gekriegt. Schauen wir uns die gleich einmal an. Was können die? Ich glaube, die können wir eh nicht einsetzen als Regierungspartei. Ja, können wir nicht. Sie wollen Freihandel, Interventionismus, Säkularisation, limitiertes Bürgerrecht und Antimilitär. Das sind schlechtere Liberale, meine Sozialisten. Das ist sehr österreichisch. Das ist ja unfassbar. Die sind genauso gut, die sind genauso wie meine Liberalen, nur so, dass sie limitiertes Bürgerrecht haben. Was schlechter ist als volles Bürgerrecht. Wow. Als Regierungspartei sind die unbrauchbar. Auch das ist eine gewisse Parallele zum jetzigen Österreich. Na okay, das war jetzt gemein, dieser Seitenhieb. Gut, also wenn wir die 20 Schiffe haben, dann werden wir die 10 Clipperflotten, die könnten wir, nein, die werden wir nicht jetzt schon wegtun, weil wir wollen ja einen Krieg gegen Triebdrosseln. Was? Bewusstsein für Facharbeiter und Angestellte, ja, wieso nicht? Vielleicht werden wir sogar anfangen, jetzt schon Truppen rüber zu schippern. Wir brauchen eh nur eine Truppe wieder. Auf nach Triest mit euch. Wir werden für das Rüberschippern da das Ganze auf 30%, sagen wir 40% draufheben. Weniger Einkommen, aber. Was soll's? Breslau angekommen. So, fast, fast. Eine Armee fehlt uns da noch. Dann sind wir da auch wieder auf 30. Und wir sehen, wir haben jetzt 49, das heißt, wir haben schon langsam, also nach dem Krieg werden wir wieder mehr brauchen. In der Wüste ist das eine Sache, da verlieren wir wieder einen Haufen Leute. So, wieder mal auflösen. Mal schauen. Da hinten, naja, klar. Okay, das brauchen wir nachher dann. So, wir haben schon Juni 1860, das heißt, wir können den Kriegsgrund schon starten. Ah, falsch, Diplomatie. Ägypten, Krieg rechtfertigen. Protektorat gründen. Das kostet uns 10, nicht 9. Ich dachte, das kostet nur 9. Naja. Teuer, teuer. Dann kommen wir fast auf 20. Naja, was soll's. Was tut man nicht alles für ein expansionistisches Reich?
Das wäre irgendwie schön, wenn das dieses Mal nicht ganz so schnell aufgedeckt werden würde, was wir da vorhaben. Wir wollen ihnen doch nur helfen. Sehr gut. Wir sind in Venedig angekommen. Wir fahren nach Suez. Mit etwas Glück erfährt niemand, dass wir böse Absichten haben. La 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 la. Ist angekommen, ist okay. Ja, unsere Flotte. Unsere wunderschöne kleine Flotte. Ja, Militanz 3 ist nicht gut. Das bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als dass wir bald Revolutionen haben werden. Mich wundert eigentlich, dass wir noch keine haben. Wie schaut denn das aus mit den Konflikten im Land? Noch immer gut. Ah, nein, nicht gut. Was sind denn das für welche Nationalisten? Irgendwelche verdammten italienischen Nationalisten wahrscheinlich. Was sind das? Lombardische Befreiungsbewegung. Spinnen die? Ich glaube, die werden unterdrücken versuchen. Nein, ich bin schon wieder im Falschen. Das gibt's ja wohl nicht. Ich klicke immer irgendwas an. Lombardische Befreiungsarmee. Da haben wir sie ja. 515.000 Unterstützung. Das sehe ich aus. Wir unterdrücken das mal. Dann sinkt das wieder. Mission für Ägypten. Wovon redet ihr? Unsere Diplomaten sind solche Würsteln, das ist unglaublich. Jetzt geht das schon langsamer. Naja. Aber wir sind noch nicht aufgeflogen, das heißt, es kostet nicht mehr 10, sondern nur noch 7,5 zurzeit. Wow, und unsere Möbelproduktion steigt. Also wird besser. Mit etwas Glück, mit etwas Glück. Achso, wir sind auch noch antimilitärisch. Dann geht es auch langsamer. Intervenieren irgendwann. Ah, intervenieren. Greif drauf. Wir wollen dort relativ wenig Bevölkerung haben, damit wir das dann relativ einfach ins Land einbauen können. So, Chile wird herzlich. Vielleicht sollten wir schauen. So, warte mal, wie ist das jetzt da? Die mögen uns alle. Preußen ist uns egal. Russland, Skandinavien, Spanien. Gut. 54. Was heißt, was? Die sind schon wieder bei 1,2? Das kann ja wohl nicht ihr Ernst sein. Die ist doch gerade unterdrückt. Die können nicht sofort wieder auf 1,2 gehen. Verdammte hohe Militanz. Schauen wir mal, ob wir es nochmal unterdrücken können. Können wir sie nochmal unterdrücken? Nein, das kostet jetzt 34. Unfassbar. Blöde Italiener. Oh, sehr gut. Wie geht's mal daher? Warte mal, könnte da überhaupt ein Revoltenrisiko interessiert mich eigentlich nicht. Was mich interessiert ist, da gibt es irgendwas, wo man sieht, ob sie dort eh nicht verhungern. Einfluss? Nein. Nationalitäten? Nein. Bevölkerungsdichte? Nein. Ah, wo ist denn das? Rekrutierung? Nö. Verwaltung? Nö. Revolten? Nein. Region? Nein. Gibt es das wirklich? Zivilisationsstufe? Beziehungen? Rangliste? Parteiloyalität? Ah, Vorratslimit, das ist es. Gut, nein, wir können da gut überleben. Sogar in Kairo können wir mit denen überleben. Das ist aber cool. So, wir warten. Wir sind noch immer nicht aufgeflogen. Das ist cool. Jetzt haben wir nur noch plus 6 Infamie. Das ist mal Glück. Bis jetzt haben wir eh kein Glück gehabt, was das betrifft. Ja, doch nicht ganz so.
Gut. 50.000, schauen wir mal. Wir unterstützen unsere. Wie heißt das? Unsere Kapitalisten wieder, indem wir weiterhelfen beim Bauen. Gut, und ihr Schiffe fahrt wieder zurück. Jetzt haben wir eh bald 20. Da können wir dann die ganzen Clipper, die ganzen Segelschiffe entsorgen. Ist egal. Mhm. Atmosphäre. Kolumbien. Links hinten von Großbritannien. Fortfahren. Kolumbien, wie schon gesagt, ist wichtig für den Panama-Kanal. Ja, machen wir General und Admiral wieder dazu. Spanien ist bankrott. Das wird sie wahrscheinlich jetzt dann aus dem Dings, aus den aus den Großmächte-Status raushauen. 78. Ja. Jetzt sind sie nur noch 16. was den Rang betrifft. Das war abzusehen. Prestige verloren, Industrie verloren. Das war's dann. Ihr hättet halt keinen Krieg führen sollen. Selber schuld, sage ich nur. Also, Krieg führen ist nicht so schlimm, aber gewinnen hättet ihr sollen. Tja, das heißt, Belgien wird wieder reinkommen. Ja, machen wir gleich Beziehungen verbessern mit denen. Hm, 4,3. Na gut, das ist okay. Das ist so, wie wenn wir ein Ding, eine Provinz gefordert hätten. Und wir kriegen 2. Okay, ich gebe zu, diese zweite ist eine relativ lächerliche Provinz, aber was soll's. Hm. Kann man das irgendwie beschleunigen, diesen Kriegsgrund? Weil ich würde da ganz gerne nach Kairo reingehen, bevor diese Rebellen fertig sind, weil wenn wir die besiegen, dann können wir die Belagerung übernehmen. Dann geht das noch schneller. Ja, beim Haushalt werden wir die Militärausgaben weiter erhöhen. Wir wollen ja schließlich bald Krieg führen. Das heißt, wir werden auch da die Steuern ein wenig erhöhen am Anfang jetzt einmal. Für den Krieg werden wir ein bisschen Geld ansparen. Das heißt, wir werden jetzt bestenfalls die Eisenbahnen da mitfinanzieren, aber sonst nichts. So, da fehlt uns noch eine Infanteriedivision. Schauen wir mal, ob wir die schon bauen können. Ah ja, da. Das. Tschüss. Da. Hallo. Und da bauen wir noch eine Infanterie. So, nur noch ein rotes Gebiet. Passt. Unsere Armeen werden immer mächtiger. Da haben wir auch schon 4 Schippernakeln. Sehr gut. Und gleich haben wir den Kriegsgrund gegen Ägypten. Hurra, hurra. Kriegsgrund. Noch 48 Tage. Das Jahr 1860 ist ein gutes für Österreich, scheinbar. Empirismus ist auch bald fertig. Wir brauchen auch nur noch etwas mehr als ein halbes Jahr. Gut, da haben wir 19 Schiffe. Mal zusammen. Eins fehlt uns noch. Dann haben wir hier fertig. Sind wir hier fertig? Koto ist das letzte in der Gegend. Gut, und wir hoffen, dass wir während wir diesen kurzen Krieg. Oh, schau an. Spanien hat den Krieg gegen Äthiopien doch noch gewonnen.
Das hätte ich jetzt nicht mehr gedacht, nachdem sie bankrott gegangen sind. Aber ist auch okay. So, wir haben den Kriegsgrund. Sehr gut. Hallo, Pause. Und wir haben Sozialisten im Parlament. Na toll. Die machen das Ganze noch schwieriger, dass wir jetzt irgendwelche Reformen einführen. Wir haben derzeit für die Pressezensur 48% der Stimmen, 30% der Konservativen und Sozialisten, 100% der Liberalen. Ich habe es gewusst, die Sozialisten unterstützen das nicht hundertprozentig. Was schade ist. Na, vielleicht nehmen die Sozialisten den Anarcho-Liberalen und Reaktionären ja Stimmen weg. Das glaube ich zwar nicht, aber wer weiß. Gut. Gut. Noch einen General erstellen. Dann schauen wir uns einmal den General da unten an, wie der ausschaut, bevor wir da den Krieg erklären. Walter von Grünne, Angriff plus 2. Moral, Organisation und Erfahrung ist auch positiv. Passt. Herz, was willst du mehr? Auf in den Krieg. Krieg erklären. Protektorat gründen. Ich überlege gerade, ob wir unsere Verbündeten fragen sollen, ob sie mitmachen. Es ist sehr wahrscheinlich und es ist okay, wenn Frankreich Truppen runterschickt, meiner Meinung nach. Es schwächt Frankreich. Andererseits, wenn Frankreich mitmacht in dem Krieg und wir werden angegriffen, helfen sie uns vielleicht in dem anderen Krieg nicht. Und wir brauchen sie nicht wirklich für den Krieg. Ach nein, pfeift doch, das machen wir alleine. Das war jetzt ein. So, gehen wir auf 100% Militärausgaben. Und ich meine, wirklich Krieg wird das ja keiner sein. Wird das ja keiner werden. Wir sind ja so viel stärker als die, dass das eher ein Spaziergang wird. Gut, wir haben unsere 20 Schiffe in Triest. Das heißt, wir können die Clipper-Flottille. Warte mal, wie ist das gegangen? Nein. So ist das gegangen, gell? Wir können die Clipper-Flottille auflösen. Die kosten nur Geld und bringen nichts. Gut, schauen wir mal. Der Krieg sollte ja halbwegs flott vonstatten gehen. Mit etwas Glück müssen wir das da unten gar nicht erobern, sondern es reicht, wenn wir da oben erobern. Ah, okay, wartet mal, das Vorratslimit, nein. Das machen wir anders. Ihr teilt euch auf. Zweimal fünf. Du kriegst noch einen Anführer. Für den Fall, dass noch irgendjemand kommt und uns angreift. Und gehst daher. Genau. Das ist besser, da können wir nämlich erhalten werden, wenn wir so sind. Wir werden trotzdem noch Truppen verlieren, weil wir ein Feindesland sind. Durch Attrition heißt das auf Englisch. Und es dauert natürlich eine Weile, weil da schon Befestigungen sind, aber wir sind trotzdem schon relativ schnell mittlerweile. So, gegen wen führen wir denn noch Krieg? Den Oman und Jemen. Die sind uns egal. Wir können Baden wieder ein wenig beeinflussen. Das ist so ein bisschen eine lächerliche Sache. Aber wir halten dadurch Frankreich beschäftigt. Ja, wir machen noch immer Plus an Geld. Das ist gut. Das heißt, wir unterstützen weiter. Auch den Ausbau von Konservenfabriken, wenn es sein muss. Schau mal, Scheik angekommen, okay. Ach so, das ist das Schiff.
Ja, ihr kriegt gleich einen Admiral. Nicht, dass ihr den brauchen würdet, weil mit euch werde ich sicher nicht kämpfen. Walter Daspré von Hobrück. Das klingt gut. Der dort der Grüne. So, wie schon gesagt, Spanien ist aus den Großmächten rausgeflogen. Und Belgien ist eine neue Großmacht. Willkommen Belgien, das wart ihr ja schon mal. Verbessern wir die Beziehungen. Schauen wir mal. Also normalerweise, was passiert im Laufe des Spiels, ist, dass Japan sich zivilisiert. Ich weiß gar nicht, ob sie das schon geschafft haben. Möglicherweise haben sie das eh schon geschafft. Und Japan ist dann meistens ein Staat, der auch in die Top 8 drinnen ist am Schluss. Schauen wir, ob das jetzt auch passiert, weil Skandinavien ist doch eine recht mächtige Sache. Das entsteht normalerweise nicht, zumindest nicht von alleine. Ja, uns interessiert dieser Kriegsgrund nicht, aber gebt ihn uns ruhig, weil Prestige verlieren werde ich auf keinen Fall. Ich frage mich, ob meine Leute unzufrieden sind, wenn ich einen Kriegsgrund habe und den nicht nutze. Alexandria. Ja, unten soll es dann schneller gehen. Außerdem da ist zum Beispiel auch. Oh ja, da haben sie auch ein Vorstehen. Also in den unteren Regionen geht es dann natürlich schneller, weil. Oh, was? Wieso können die da schon. Wieso können die da schon kolonialisieren? Verdammt, braucht man da keine. Ach. Da braucht man nicht so viel. Mist. Das war ja ziemlich klug von ihnen, dass sie das erobert haben. Dadurch können sie ja. Ist das elend. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das habe, reicht das schon, um alles da unten zu kriegen. Unfassbar. Na gut, zumindest. Die weitere Forschung Spanien wird da relativ weit hinten nach sein, hoffe ich. Also 1870 werden sie noch nicht kolonialisieren können, wenn dann die meisten anfangen zu kolonialisieren. Vielleicht können wir sie da einsperren ein bisschen. Anhalt hat die Beziehung zu uns verbessert. Ah ja, und jetzt versuchen sie natürlich Kolumbien zu beeinflussen, weil die alle langsam die Technologie haben, den Panama-Kanal zu bauen. Was das Ganze ein bisschen umständlicher für mich macht. So, aber was wir machen werden, wir werden versuchen, einen Militärzugang durch Spanien zu bekommen. Da sie uns ja noch mögen, geben sie ihn auch. Dann brauchen wir nicht durch die wilden Regionen durchrennen mit unseren Truppen. Vor allem, wenn die dort. Nee, Schuldentilgenkriegsgrund gegen Argentinien. Warum sollte ich das machen? Apropos Argentinien, vielleicht sind sie jetzt bereit, mit mir ein Bündnis einzugehen. Nö. Arg eigentlich. Sie sind in meiner Einflusssphäre und wollen kein Bündnis mit mir. Ja, das ist der Nachteil an den Südamerikanern. Sie sind so heißblütig. So, Giza haben wir auch gewonnen. Ihr 15.000 Maxeln geht's daher. Eisenbahnen sind wir auch durch, scheinbar. Dampferkonvoi-Produktion wird auch besser. Aber vielleicht können wir dann auch schon kolonialisieren. Vielleicht gibt es dann noch eine Kolonie da unten, die keine so große Anforderung erstellt. Waff, Äquatoria. So, wir haben den Empirismus entdeckt. Unsere 30 Minuten sind auch außerdem langsam um.
Das heißt, was haben wir gesagt? Wir machen als nächstes die Schlachtschiffkonzentration. Das kostet uns nur noch 6000 Punkte. Das heißt, wir sollten eigentlich in weniger als einem Jahr fertig sein. Tatsächlich sind wir das auch. Wir haben 32% Alphabetisierung, 23 Forschungspunkte. Wir gehen mit einem guten Gefühl ins Bett. Das nächste Mal, wenn ihr zuschaut, haben wir Ägypten vollkommen uns einverleibt. Hoffentlich. Und wenn wir das geschafft haben, wird unser nächstes Ziel sein, zu kolonialisieren. Richtig fest zu kolonialisieren. Schauen wir mal. Gut, Herrschaften, einen wunderschönen guten Abend. Was mache ich da? Das weiß ich nicht. Ja, was ich euch eigentlich sagen wollte an dieser Stelle war, gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis bald. Was ist das überhaupt?